Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video bezüglich vedischem Wasser, quasi Ayurveda-Wasser und Kangenwasser. Ich habe nämlich heute den Spezialisten neben mir sitzen. Mein Name ist Susanne Dulle, Gründerin vom Happy Water Team, und neben mir ist der Heilpraktiker Eugen Lüchtefeld, der eine sehr, sehr schöne Ayurveda-Klinik hier hat in der Nähe von Paderborn und der sich schon seit mehreren Jahren auch mit dem Thema Kangenwasser auseinandersetzt. Und ich weiß, bei euch gibt es ja bei jeder Kur auch Kangenwasser automatisch mit dazu. Überall in Deutschland und in Sri Lanka, überall. Überall, genau. In Sri Lanka bist du ja auch aktiv. Und jetzt war natürlich so meine erste Frage, weil jeden, den man so trifft, die ganzen Yoga-Szene oder Ayurveda-Szene, da ist das ja total gehypt, dass man sein Wasser sehr, sehr lange abkocht und das dann erst trinkt. Und hier habe ich ja gesehen, dass ihr das nicht so macht. Vielleicht magst du uns mal kurz erklären, warum das so ist. Also das 10 Minuten abgekochte Wasser auf der einen Seite und das ionisierte Wasser mit dem Kangen, also das Kangenwasser muss man da nicht sagen. Ionisiertes Wasser ist schon zu oberflächlich. Genau. Es gibt viele Ionisierer, die eigentlich nichts taugen für das Thema. Ja, das ist nochmal ganz wichtig. Das ist ein ganz anderes Thema, wo wir im anderen Film dann nochmal eingehen, da weil das sehr, sehr wichtig ist. Genau. Ne? Okay, also wenn wir das Wasser länger kochen und wenn wir es ionisieren, entziehen wir auf effektivste Art und Weise dem Wasser die Wasserstoffionen. Ne? Mhm. Und das muss man natürlich wissen, was heißt denn überhaupt Wasserstoffionen, warum soll das so gut sein? Mhm. Und da muss man eben wissen, dass es seit 2003 das ganze Weltbild über das Wasser und wie es in die Zelle geht, sich komplett geändert hat. Wer heute noch mit den alten Antworten des letzten Jahrhunderts durchs Abitur kommen will, wenn es um Wassertransport geht, der ist durchgefahren. Das geht gar nicht. Diesen Quatsch, den wollen sie nicht mehr hören. Die wollen eher hören, warum haben die im letzten Jahr eigentlich Quatsch erzählt? An welchen Fakten kann man das festmachen? So. Das heißt, ist 2003 passiert? Da waren also zwei Ärzte, der Dr. Agre und der Dr. Kinnen, die haben also festgestellt, dass oder überhaupt erstmal entdeckt, dass es überhaupt Kanälchen gibt in jeder Zelle, also quasi Organellen, die wir vorher noch gar nicht gekannt haben. Vorher hatten wir gedacht, wir hätten alle Organellen schon fixiert in der Biologie, aber das stimmt gar nicht. Die haben erstmal entdeckt, dass es da so Moleküle gibt, die sich zu Spindeln formen und dann machen sie kleine Kanälchen. Das sind die kanalbildenden Proteine, abgekürzt mit Chips. Und diese Proteine, die lassen das Wasser gut durch, wenn es wirklich gut ist und nicht komplett sauer. Das heißt, wenn das Wasser sauer ist, dann gibt es eine Protonenschranke. Diese Aquaporine, die haben also hier eine Protonenschranke. Ja, genau. Das ist also hier das Bild mit den Aquaporinen. Und diese Aquaporine, die haben in der Mitte genau eine Protonenschranke und lassen einfach das saure Wasser, was besonders viele Protonen enthält, nicht durch, sondern eben das, was viele Elektronen hat. Das heißt, wenn ich das jetzt übersetze, wenn ich ein Wasser trinke, was viele Protonen hat, kann das Wasser quasi nicht in die Zelle. Genau, und das ist das Problem. Die Zellen vertrocknen. Obwohl ich trinke. Ich habe 7 Liter Umkehrosmose getrunken und war komplett vertrocknet. Es knackten so viele Knochen, dass meine Tochter sagte, Papa, hört sich ganz schön gefährlich an. Hat es auch recht gehabt. Aber wie lange hast du Osmose getrunken? Ich glaube so 5 Jahre oder so. Okay. Na? Ich habe es überlebt. Das ist nicht selbstverständlich. Das heißt, die Aquaporine sind dafür verantwortlich, dass unsere Zellen oder die Mitochondrien gut hydriert werden. Dass alle unsere Zellen gut hydriert werden. Sowohl die Blutzellen, als auch die Knorpelzellen, als auch die Knochenzellen, als auch alle Zellen im Körper brauchen Wasser, die Hautzellen, damit sie überhaupt hier die schöne Elastizität behalten. Mhm. Ne? Und wenn du einen guten ORP-Wert hast, und das ist eben das Entscheidende, das wissen wir auch noch nicht, was der ORP-Wert ist, denn letztendlich jedes Antioxidant hat immer einen Überschuss an Elektronen. Und wenn die Elektronen fehlen, dann haben wir einen Überschuss an Protonen und dann geht das Wasser nicht durch. Gut, das heißt, beim Kangenwasser, da kamen wir locker minus 300, ORP-Wert, ich zeige das mal kurz, das steht für
Oxidationsredoxpotenzial, also wie viel Kraft hat die Flüssigkeit, die ihr trinkt, die Oxidation in eurem Körper zu reduzieren. Und ihr seht hier, weil zum Beispiel bei der K8, da geht das ab minus 300 so los und kann sich steigern. Und wenn ihr das frisch gezapft trinkt, habt ihr immer eine Minusladung, beziehungsweise die hält sich ja auch 2 Tage. Und jetzt seht ihr hier, selbst wenn ihr Leitungswasser 10 Minuten oder länger abkocht, das ist ja gar nicht minusgeladen. Das heißt, selbst durchs Abkochen bekommt ihr nicht diese wichtige Minusladung rein. Jedoch passiert durch das Abkochen schon, dass es eine neue, bessere Struktur hat. Deswegen macht man das ja auch gerne. Und aber die Lösung wäre natürlich, dass man hier diese Minusladung hat. Genau. Wie macht ihr das hier bei euch in eurer Ayurveda-Klinik? Ihr habt ja da eine ganz bestimmte Lösung gefunden, ne? Also wir haben hier immer noch die das Problem, dass wir Antioxidantien brauchen, um die Qualität des Wassers auszugleichen, um dann letztendlich ins Antioxidative zu kommen. Dafür gibt es ja viele Pflanzen und Enzyme und Vitamine auf der einen Seite, aber auch die Enzyme im Darm, die Bakterien, die da sitzen, die guten Bakterien, die würden letztendlich auch genug Enzyme bilden, dass er also bis 300 im Minus kann es gerade noch ertragen. Wenn über 450 kommt, dann verändert sich komplett die Darmflora. 450, ne? Im Plus, ja, wenn da zu viel ist, also bei der Umkehrosmose und Spite und so weiter, dann hast du also deine Probleme mit der gesamten Darmflora und dann gehen auch ganz bestimmte Organellen, die speyerschen Plaques im Darm kaputt, und das ist 90% unserer gesamten Abwehrkraft, ne? Das ist das eine. Und ihr macht es ja hier so, dass ihr das Kangenwasser frisch zapft. Wir zapfen und das dann Wasser schonend auf 40, maximal 42 Grad erhitzt, weil man sagt ja im Ayurveda, dass man immer gern warm trinken soll. Und das ist ja auch, wenn ihr das gerade im Winter gerne möchtet, ist so ein Tipp. Es gibt Wasserkocher, die nur bis 42 Grad erhitzen. Oder ihr macht es ja so, ihr füllt die Flaschen mit kaltem Wasser ab und erhitzt sie dann in einem Dampfbad schonend. Aber so, dass man die 42 Grad nicht übergeht, damit die Antioxidantien erhalten bleiben. Das macht man beim Obst und Gemüse genauso, weil ab 42 Grad leiden leider die Antioxidantien. Somit würde ich das Thema abschließen und würde sagen, am besten für eure Gesundheit, hier nochmal zur Übersicht, das Krankenwasser trinken durch diese Minusladung und vor allem Krankenwasser und nicht ionisiertes Wasser generell. Da möchten wir aber nochmal auf einem extra Filmchen drauf eingehen, weil das ein ganz, ganz interessantes Thema nochmal ist, weil es so wichtig ist, dass wenn ihr ionisiertes Wasser trinkt, dass alle Zertifikate vorhanden sind, weil ansonsten kann auch ein ionisiertes Wasser kontraproduktiv sein. Ja, beispielsweise hier dieses ISO 13485. Das sind also die Firmen, die wirklich in der Lage sind, medizinische Einrichtungen mit Medical Equipment zu versorgen. Und das ist ja die einzige Firma, die so ein Zertifikat hat, auf der einen Seite. Ne? Und auf der anderen Seite sparen wir natürlich rein ökologisch gesehen, ökonomisch natürlich auch, was wir an Energiekosten verprassen, dadurch, dass wir es dann erstmal abkochen. Mhm. Und hier hast du mal 20 Minuten, vielleicht 200 bis 300 Watt. Und das ist ja ökologisch schon so ein Wahnsinnsvorteil, dass es eigentlich irrsinnig ist, dann weiter zu kochen, denn letztendlich hat diese Kocherei das Gerät auch schon wieder mit bezahlt, wenn wir es frühzeitig anschaffen würden. Ja, also fassen wir zusammen, dass wenn ihr gutes Wasser trinken wollt und ayurvedisch angehaucht seid, dann kocht euer Wasser immer nur bis 42 Grad. Mehr braucht ihr gar nicht, weil die Frage wurde uns schon oft gestellt, ne? Kann ich das Wasser oder soll ich das Wasser trotzdem abkochen? Jetzt haben wir die Antwort vom Profi und wünschen euch viel Spaß beim Trinken. Es fehlt ja eigentlich nur die technischen Möglichkeiten. Alles andere, sonst hätten das ja schon längst gemacht, die alten vedischen Weisen. Ne? Genau, noch ein wichtiger Nachtrag. Danke dir, Eugen. Okay, alles klar. Ciao. Dann tschüss.